Berenhard Ulibaber, grüß euch. Ja, Bergfechsler ist zurück aus der Reha, wie ihr sehen könnt. Und ja, hat ein bisschen gedauert, bis ich das Video zusammengeschnitten habe. Mittlerweile bin ich schon über Wochen wieder daheim. Und ja, wie schaut's aus? Was habe ich mitgebracht aus der Reha? Wie es mir gesundheitlich geht, da werde ich am Ende des Videos noch ein kleines Resümee ziehen draus. Jetzt erzähle ich einmal ein bisschen was, oder zeige ich besser gesagt ein bisschen was, wie es mir so gegangen ist, was so los war in der Reha. Aus Respektsgründen vor den anderen Patienten natürlich, habe ich ihnen nicht so viel gefilmt, gehört sie einfach nicht. Sind Therapieräume, wird so wie ein Krankenhaus behandelt, dort wo ich war, auf Reha. Und dadurch gibt es von ihnen nicht so viel zum Sehen. Habe ich aber trotzdem einiges aus dem Gasteinertal mitgebracht, aus dem wunderschönen Gasteinertal. Und ja, das Wiedemeertal bin ich gerade am Zusammenschneiden da. Und ja, will ich euch gar nicht viel vorenthalten. Schaut euch das an. Wie gesagt, am Ende des Videos gibt es ein Resümee zu meinem Haxen. Was ich noch sagen möchte, ist auf jeden Fall das letzte Video. Da haben irrsinnig viel geschrieben und ich habe nicht zurückgeschrieben, weil es einfach zeitmäßig und ja, kopfmäßig, habe es hingekriegt, im Video nicht so ganz gegangen ist. Bedanken möchte ich mich trotzdem, ich habe zu viel geschrieben, nett, motivierend, aufbauend, recht herzlichen Dank. Und ja, hat aufgebaut, hat Kraft gegeben. Und ja, vielen Dank nochmal, gell? Aber jetzt zum Video. Jetzt schauen wir mal, was es zum Sehen gibt. Starten da mal schön ins Gasteinertal rein und dann der Rest ergibt sich von selbst. Also, ich hoffe, es bleibt dran, seid dabei. Auf geht's, los geht's. Dann fahren wir quasi ins Gasteinertal rein. Vorbei an der Burg Klammstein, das ist ziemlich am Anfang vom Gasteinertal. Durch Dorfgastein durch. Ja, da sieht man schon Bad Hofgastein mit knapp 6500 Einwohnern. Reha-Zentrum Bad Hofgastein. Eröffnet ist es erstmals am 3. September 1968 geworden. Hat man einen schönen Eingang Richtung Rezeption. Das ist die Besucherzone links, wo man sich auch rechts bei der Cafeteria was zum Trinken und Essen besorgen kann. Ja, jede Menge wird dann da geboten in Reha-Zentrum Bad Hofgastein. Alles, was zur Genesung beiträgt, natürlich. Verschiedenste Therapieräume und Anwendungsmethoden. Blick in den Hof raus. Immer wieder die Motivation Richtung Gipfelklick. Natürlich. Essen war immer einsame Spitze, kann ich nichts sagen. So kurz Frühstück geben, wie man da zuerst gesehen hat, und verschiedene Suppen. Verschiedene
verschiedene Hauptgerichte. Ich muss sagen, ich habe niemals irgendwas doppelt gekriegt. Es hat jeden Tag was anderes Gutes gegeben. Es war sehr schmackhaft, kann man nichts sagen. Schon alleine, wie es angerichtet war, immer ein Traum. Und natürlich die Nachspeise darf nicht fehlen. Süßigkeiten sind immer willkommen bei mir, zumindest. Zum Abendmahl wird es oft auch kalte Platten geben, wie man da schon sehen kann, alles frisch zubereitet, einmalig. Ja, und wenn man dann fertig war mit dem ganzen Essen und vor allem den Therapien, was zur Genesung beitragen, dann hat man oft noch vielleicht ein bisschen Freizeit gehabt. In so Gemeinschaftsräumen hat man sich dann auch treffen können mit den Leuten, wieder Brettspiele gespielt oder es hat auch einen Wutzelautomat gegeben oder Bullbillar, wer wollen hat. Ja, und unter der Woche hat man da eh nicht viel Zeit gehabt, da sind die Therapien oft bis 5 Uhr auf die Nacht gegangen. Am Wochenende war es dann meistens so, dass man ein wenig Zeit gehabt hat, die Gegend sich zum Anschauen, da ist man dann durch die schöne Bad Hofgastein gegangen. Da hat man es nicht immer lassen können, ein schönes Zeitraffer zu machen von dem Bachel, wo es dann mehr und mehr zugefriert, wie man da sieht. Geht's vorbei an einem Ententeich, so liebe Antal, und wir fühlen gleich auf einmal. Dann die Gasteiner Ache, mit einem schönen Blick in die Goldberggruppe, in den Hohen Tauern. Schöne Wege gibt es da zum Ausspazieren, wo man eine schöne Runde gehen kann. Immer wieder schöne Blicke in die Gasteiner Bergwelt. In dem Fall im Blick Richtung Angertal. Ein bisschen anzuckert war es auch zwischendurch. Eine wunderschöne Landschaft. Natürlich haben wir das auch nicht nehmen lassen, ein bisschen aus der Luft zum Filmen. Einige Zeitraffer habe ich gemacht, das werdet ihr noch im Laufe des Videos sehen. Dann geht es weiter im Wegerl. Hin und wieder ein paar Bühlen geschossen. Da hat man dann das Weidmoser Schlüssel.
Und den Schnengel, den habe ich da auch gesehen, ja. Schöne Schnitzerei. Da nochmal ein Blick ins Kasteinertal außen zu. Ja, und so wie die Tage angefangen haben, so haben sie aber relativ oft aufgehört. In dem Fall mit einem Sonnenuntergang. Die Berggipfeln im Abendrot getaucht. Langsam ist dann finster geworden im Tal. Und da kann man Bad Hofgastein schön in der Nacht betrachten, von oben natürlich. Da hat man einen schönen Blick auf die Alpentherme Kastein. Ja, und Freizeitaktivitäten hat es natürlich auch gegeben, von denen ich leider keine ausüben habe dürfen. Eben wegen meinen Haxen, aber man hat eben Eislaufen können, Eisstock schießen, wie man da schon sehen kann. Nur das war halt alles für mich tabu. Hübsch beleuchtet in der Nacht, Bad Hofgastein. Ich war ja noch in der Weihnachtszeit, kann man sagen. Vorbei an der Alpentherme Gastein. Und überall entdeckt man so Thermen, Teiche. Im Winter, klar, ist draußen kalt, die dampfen. Und auch so Thermenbrunnen werden wir dann auch entdecken. Da haben wir schon so einen Thermenbrunnen. Ja, da läuft ein warmes Wasser aus, also gefrieren tut da nichts.
schön, wenn alles ein wenig gezuckert ist. Alles hübsch beleucht, bunt. Wirklich schön zum Ausschauen. Ja, und da sehen wir jetzt die Liebfrauenkirche, die zwischen 1498 und 1507 errichtet worden ist. Da geht es langsam wieder zurück zum Reha-Zentrum am Salzburger Hof vorbei. Da hat man nochmal so einen Thermenbrunnen. Und dann geht es langsam wieder zurück Richtung Reha-Zentrum. So, das war das Video jetzt zu meinem Reha-Aufenthalt in Bad Hofgastein. Resümee, wie gesagt, ziehe ich jetzt aus der Reha. Ich muss sagen, wahnsinns liebe Leute, alle total bemüht. Wahnsinn, ich lasse auf jeden Fall mal die lieben Damen an der Rezeption grüßen. Dann die ganzen Putzdamen, was jederzeit, jeden Tag wie die Hummeln umziehen und putzen dann. Dass alles schön rein ist, echt ein Wahnsinn, super Job. Und die Therapeuten und Therapeutinnen, Wahnsinn, riesengroßen Respekt, was sie die eigentlich dort outern und wie sie die eigentlich bemühen, um an, dass es ihnen wieder gut geht und eigentlich unglaublich. Und ich lasse alle in Bad Hofgastein dort schön recht herzlich grüßen. Somit, und ja, jetzt zum Resümee im Endeffekt, ja. Kraftmäßig habe ich echt gut aufbauen können, habe echt gut zugelegt, was Koordination betrifft, das heißt Gleichgewicht und so, habe ich auch irrsinnig gut dazu gewonnen. Was aber nicht gegangen ist, so wirklich, ist meine Ausdauer. Ich stehe nach wie vor bei, ja, wenig Belastung. Mal schauen, mein Fuß hat immer noch so eine rot-rostbraune Farbe. Das werde ich in den kommenden Tagen jetzt da abklären lassen mit einem Orthopäden. Mal schauen, was der noch dazu sagt. Ich werde auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und ja, wie gesagt, hat mich gefreut, dass ihr in dem heutigen Video wieder mit dabei wart, mit dem Bergwechsel, und ja, auf ein baldiges Wiedersehen. Wenn's dann, ich hoffe, ja, auf wird es nicht so schnell gehen, aber ich lasse was hören von mir. Also, macht es gut, liebe Grüße nochmal ins Gasteinertal. Herzlichen Dank für die große Unterstützung. Bis bald. Good thing.